Hallo und willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Heute möchten wir euch ein praktisches und sehr intuitives Set aus dem Hause Kev einmal genauer vorstellen, welches kabellos miteinander kommuniziert und viel Leistung mitbringt. Viel Spaß dabei! Dem ein oder anderen HiFi-Enthusiasten werden die Bilder schon verraten haben, um welche Modelle es sich handelt. Unser Set besteht aus den Aktivlautsprechern Kev LS50 Wireless 2, hier in der Titanium Grey Variante. Dazu gesellen sich zwei KC62 Subwoofer, die von einem KW1 Wireless Subwoofer Kit angetrieben werden bzw. einen zusätzlichen RX Receiver beinhalten. So ist dieses hier abgebildete Setup als komplettes Soundsystem anzusehen, denn man braucht keine weiteren Zuspieler, kann direkt loslegen, da die Streaming Engine alles mitbringt, worauf wir im weiteren Verlauf des Videos noch eingehen werden. Und da wir hier nur Kev-Komponenten kombinieren, sind sie natürlich auch perfekt aufeinander abgestimmt und zeigen auf, wie so ein aktives Musiksystem aussehen kann in der heutigen Zeit. Aber bevor wir zum praktischen Teil kommen und die Vorteile eines Aktivsystems aufzeigen, noch eben ein paar kurze Worte zu den einzelnen Modellen. Die mittlerweile fast 5 Jahre am Markt befindliche Kev LS50 Wireless wurde letztes Jahr im September durch die Wireless 2, also die zweite Generation, abgelöst. Optisch hat sich da nicht viel getan, aber im Inneren bzw. auf der technischen Seite hat die neue Generation einiges mehr auf dem Kasten bzw. wurde in vielen Bereichen deutlich optimiert. So kommt bei der zweiten Generation der bekannte UniQ-Treiber in der 12. Generation zum Einsatz, der auch mit der neuen MAT-Technologie ausgestattet ist. Diese komplexe, labyrinthartige Struktur soll Frequenzen effizient hinter dem Schallwandler bzw. hinter der Membran absorbieren und so wie ein akustisch schwarzes Loch agieren. Das soll im Ergebnis dazu führen, dass 99% des unerwünschten Schalls absorbiert werden kann, wo andere herkömmliche Ansätze so um die 60% ermöglichen. Aber nicht nur die Membran hat eine Überarbeitung erfahren, sondern auch die Wireless-Plattform wurde komplett neu gestaltet. So nennt sich die neue Wireless-Plattform W2 und ist diesmal auch kabellos. Was bei den ersten Modellen mit dem Namenszusatz Wireless noch für Irritation oft sorgte, weil beide Lautsprecher noch über ein Kabel verbunden werden mussten, ist bei der neuen Generation nicht mehr der Fall. So kann die zweite Generation der LS50 Wireless jetzt kabellos miteinander kommunizieren und das mit bis zu 24 Bit und 96 kHz. Aber weiterhin besteht auch die Möglichkeit, über ein Cat6 Kabel auch beide Lautsprecher miteinander zu verbinden und die Auflösung steigt dann auf 24 Bit und 196 kHz. Auch bei der Quellenwiedergabe hat sich einiges getan bei der zweiten Generation. So unterstützt die neue Generation jetzt MQA oder DSD-Dateien von 384 kHz und 24 Bit. Die alte konnte dann nur mit PCM noch umgehen, 24 Bit und 192 kHz und hat jetzt auch deutlich mehr Streaming-Dienste mit an Bord. Neben Tidal und Spotify, was wir schon von der alten Generation erkennen, ist jetzt auch Amazon Music, Apple Music, Deezer, Qobuz, Internetradio und diverses mehr verfügbar. Für Multiroom-Umgebungen ist die LS50 Wireless 2 jetzt Room Ready zertifiziert, bietet Googles Chromecast bzw. Apple AirPlay 2 und lässt sich so kinderleicht in bestehende Multiroom-Umgebungen integrieren. Auch wenn sich optisch nicht viel getan hat, sehen die LS50 Wireless 2 immer noch exzellent aus. Die Formgebung ist wunderschön, als Skulptur schon fast im Wohnzimmer anzusehen und auch die Farbgebung hier in der Titanium Grey Variante bietet exzellente Kontraste zwischen der leicht metallisch wirkenden Oberfläche und den roten Membranen des UniQ in der 12. Generation. Das ist Kev echt gut gelungen und macht einiges her im Wohnzimmer. Aber nicht nur in Grau ist die LS50 zu bekommen, sondern auch in Schwarz oder Weiß bzw. in einer roten Special Edition, die alle sicherlich ihre Abnehmer finden werden durch ihre extravagante Optik. Auf der Rückseite hat sich in puncto Schnittstellen auch einiges getan. So besitzt die zweite Generation jetzt einen HDMI eARC Anschluss, womit halt ein Fernseher betrieben werden kann und auch die Lautstärkeregelung somit über die Fernbedienung des TVs ermöglicht wird. Neben dem optischen Digitaleingang sitzt jetzt auch ein koaxialer Digitaleingang, der von einem Klinke-AUX-Eingang in analoger Form abgerundet wird. Persönlich etwas schade finde ich den Wegfall der USB-Schnittstelle, der ermöglichte bei der ersten Generation einen PC direkt mit dem Lautsprecher zu verbinden, aber dafür stehen ja jetzt andere digitale Eingänge zur Verfügung. Auch ist der Equalizer auf der Rückseite des Lautsprechers weggefallen, womit man dem DSP des Lautsprechers sagen konnte, wo der oder wie die Aufstellung des Lautsprechers ist. Das erfolgt jetzt komplett über die App, dazu dann später mehr.
Neben dem WLAN ist auch ein Netzwerkanschluss vorhanden. Somit kann man den Lautsprecher entweder kabellos oder mit einem Kabel ins eigene Heimnetz integrieren. Abgerundet wird das Anschlussfeld durch einen Subwoofer-Ausgang, womit man halt den Lautsprecher ein bisschen im Bassbereich unter die Arme greifen kann. Wo wir doch dann gleich bei den KC62 Subwoofern wären. Wir haben hier zwei an der Zahl, um halt zu verdeutlichen, was möglich ist. Und es hat auch seine gewissen Vorteile, zwei Subwoofer zu verwenden, aber dazu später noch mehr. Der hier vorstellige KC62 Subwoofer aus dem Hause Kev ist sehr klein gehalten, also unglaublich kompakt. Soll aber trotzdem mit 2x500 Watt RMS Leistung daherkommen und bis zu 105 Dezibel Schalldruck bringen und bis auf 11 Hertz hinabspielen können. Ist schon mal eine Ansage für so einen kleinen kompakten Subwoofer, dessen Kantenlängen nicht mehr als 25 cm betragen. Aber mit seinen zwei 16,5 cm großen Treibern soll er halt wirklich auf kleinsten Raum Maximum an Bass bieten können, was seine massive Bauweise mit unterstreicht, denn wenn man den Subwoofer hochhebt mit seinen 14 kg, wirkt es, als würde man einen Stein hochheben, also schon ziemlich mächtig der Kleine. Optisch ist er genauso wertig verarbeitet wie die Kev LS50 Wireless 2. So ist der Subwoofer, der hier weiß, also in einem Mineralweit dargestellt wurde, auch in einem Carbon Black erhältlich von Kev und integriert sich halt so perfekt in die Umgebung. Bietet auf der Rückseite einige übliche Anschlüsse, wie man sie halt kennt von Subwoofern, neben den Crossover oder der Volume. Ist natürlich ein Line-Output und Input vorhanden, die Phase kann gedreht werden und auch ein Equalizer ist mit von der Partie, wo man dem DSP des Subwoofers sagen kann, wo er sich befindet, also ob er in einer Ecke platziert wurde, an einer Wand, mitten im Raum etc. Der ganz links oben gekennzeichnete Anschluss mit EXP dient dem KW1 Wireless Adapter Kit, welches wir ja auch für unser System jetzt hier benutzen werden. Und damit ist es halt möglich, den Subwoofer bzw. unsere beiden Subwoofer kabellos über die LS50 Wireless in der Front ansprechen zu können. Dafür wird der Empfänger einfach nur aufgesteckt an dem EXP-Port und mittels zwei Schrauben festgeschraubt an dem Subwoofer. Somit kann er nicht abfallen, nur hat immer einen richtigen Kontakt. Und der Sender wird in unserem Fall mit den Kev LS50 Wireless 2 verbunden und schickt somit die Signale an beide Subwoofer raus. Das geschieht über ein Y-Kabel, sodass beide Subwoofer die gleichen Daten bekommen. Aber warum jetzt zwei Subwoofer? Man könnte jetzt einfach sagen, zwei sind immer besser als einer und mehr Membranfläche ist immer gut. Sicherlich trifft das teilweise zu. Mehr Membranfläche bedeutet auch etwas mehr Tiefbass bzw. unterstützt den anderen Subwoofer, sodass er nicht so hoch arbeiten muss. Aber nicht nur die Leistung kann man mit zwei Subwoofern anheben, sondern auch die Genauigkeit des Basses kann viel besser definiert werden. Denn bei richtiger Platzierung der Subwoofer, in dem Fall würde ich sie gegenüber platzieren und einen gegenphasig arbeiten lassen, kann man stark Raummoden entgegenwirken. Dafür ist aber viel Einstellarbeit vonnöten, da beide Subwoofer kein eigenes Einmesssystem mitbringen, beziehungsweise die Kev LS50 Wireless 2 auch kein Einmesssystem mitbringen, muss man da etwas rumprobieren, aber man kann zu erstklassigen Ergebnissen kommen. Und erwähnt, spiegeln die sich nicht nur in der Leistung wider, sondern auch der Bass ist viel punchiger, viel genauer vom Timing, gerade für Musikbegeisterte und so, die bessere Wahl, zwei Subwoofer zu nehmen, immer unter Berücksichtigung, ob man halt die Aufstellmöglichkeiten hat. Wie schon erwähnt, arbeiten wir mit einem KW1 Wireless Subwoofer Adapter Kit plus einen zusätzlichen Receiver, sodass wir beide Subwoofer wirklich kabellos ansprechen können. Das heißt, wir sind völlig flexibel in Sachen Aufstellung und können die Subwoofer halt auch unsichtbar aufstellen. Genug zu den Modellen selbst. Wie schlägt sich so ein aktives Lautsprechersystem bzw. was sind deren Vorteile? Da wir hier nur von Aktivgeräten sprechen, haben wir ein komplettes Musiksystem abgebildet mit diesen Modellen, wie wir sie hier sehen. Das heißt, wir brauchen keinen zusätzlichen Verstärker, wir brauchen keine Vorstufe, wir brauchen kein zusätzliches Abspielgerät, solange wir nicht auf physische Medien zurückgreifen möchten und können dank der umfangreichen Streaming-Engine von Kev auf die wichtigsten Streaming-Dienste zurückgreifen oder Internetradio bzw. auch auf NAS-Server oder externe Festplatten, die bei uns im Netzwerk integriert sind. Hier sind viele Möglichkeiten der digitalen Welt möglich. Nun hat man wirklich ein vollständiges Musiksystem, was perfekt aufeinander abgestimmt ist. Und ich würde auch in der heutigen Zeit sagen, dass man eigentlich nicht mehr braucht, wenn man nicht unbedingt Freund der analogen Technik ist. Dazu gesellt sich jetzt auch noch die neue Kev Connect App, die deutlich besser ist, als die noch beim Vorgänger zum Einsatz kam. Die neue App ist viel übersichtlicher und intuitiver in ihrer Bedienung, wurde grafisch auch auf den neuesten Stand gebracht und bietet halt viele Einstellmöglichkeiten, die man so benötigt. Auch wird über die App der Zugang zu den Streamingdiensten realisiert, sodass man mit seinem smarten Gerät halt seinen Musikwunsch jederzeit an den Lautsprecher transportieren kann. Dazu kommen viele Einstellmöglichkeiten, gerade wenn man, wie in unserem Fall jetzt, hauseigene Subwoofer benutzen möchte, kann man diese perfekt regeln, der App genaue Vorgaben geben, Trennfrequenzen, ist er kabellos angesteuert oder nicht, wo steht er in dem Raum. Hier ist alles möglich, solange halt der Subwoofer auch aus dem eigenen Hause kommt. Das funktioniert alles im Alltag auch kinderleicht und ermöglicht eine intuitive Bedienung im Alltag, da auch die Einrichtung total easy gehalten wurde.
Einen leichten Beigeschmack hinterlässt die Zwangsregistrierung der App, sodass man ohne registriertes Konto die App nicht nutzen kann und so auch die Lautsprecher halt nicht. Aber das ist heutzutage gang und gäbe und in Sachen Datensammeln halt üblich bei den Herstellern. Aber Features hin oder her, technische Ausstattung hin oder her, Optik hin oder her, entscheidend ist der Klang. Und hier sind die LS50 Wireless 2 wirklich absolut geil. Wo ich bei der ersten Generation schon überrascht war, was Kev aus diesem kleinen Lautsprecher rausholt, weil das Gehäuse ist nicht wirklich groß und vorne sitzt wirklich nur ein Koaxialtreiber, ist es ein echtes Brett, was die zweite Generation dann noch auf Lager hat. Dass der UniQ für seine akustische Genauigkeit und seine zeitkorrekte Wiedergabe bekannt ist, ist jetzt nichts Neues, aber was an Dynamik und an Basskraft in diesem Lautsprecher drin steckt, ohne zugeschalteten Subwoofer, ist echt enorm. Hier hat Kev ganze Arbeit geleistet, diese beiden Kompaktlautsprecher wirken schon fast, wenn man die Augen schließt, wie ein einfacher Standlautsprecher, bringen viel Kraft mit, viel Dynamik, viel Volumen, füllen den Raum mit dem Sound sehr angenehm und nicht überspitzt, aber trotzdem sehr detailverliebt. So dass es in jeder Phase oder jedes Musikgenre Spaß macht, den Lautsprechern zuzuhören. Meiner Meinung nach braucht es bei der Musikwiedergabe auch nicht unbedingt die Zuschalten des Subwoofers, aber wenn man sie dann zuschaltet, merkt man erstmal, wozu diese kleinen Würfel wirklich imstande sind. Und in meinem Hörraum, der knapp 32 Quadratmeter groß ist, bringen die beiden mächtig Gewalt mit, sodass auch Nachbarn, die zwei Häuser weiter haben, deutlich noch ihren Spaß haben dürften. Aber eben wirklich sehr genau vom Punch her. Der Bass dröhnt nicht, er ist nicht unangenehm aufdringlich oder bringt den ganzen Raum zum Dröhnen einfach nur, sondern er ist sehr präzise in seiner Abbildung, hat klare Konturen. Der Bass sitzt auf dem Punkt, sei es bei Musik, sei es bei der Filmwiedergabe. Das ist dem Subwoofer relativ egal. Er überzeugt in beiden Bereichen komplett mit einer sehr knackigen Wiedergabe und unterstreicht den wirklich sehr schönen Klangeindruck der Frontlautsprecher untenrum. Und obwohl wir beide Lautsprecher untereinander kabellos kommunizieren ließen und auch die Subwoofer kabellos eingebunden haben, waren keine Verzögerungen hörbar bzw. spürbar zum Fernsehbild, wirkte alles wie aus einem Guss und machte extrem viel Spaß im Alltag. Obwohl ich selbst noch über einige Vinyl verfüge oder auch selbst ein Kassettendeck noch mein eigen nenne, was vielleicht der Nostalgie ein bisschen geschuldet ist, um so ein bisschen den alten Flair wieder aufleben zu lassen, haben mir die LS50 Wireless 2 gezeigt, dass ich für meinen Musikgeschmack oder für meine aktuelle Anforderungen an der Musiksystem nicht wirklich mehr brauche als solch ein aktives Lautsprechersystem. Die kompakte Bauweise kombiniert mit dieser hervorragenden Technik, die auf die integrierten UniQ-Schallwandler perfekt abgestimmt worden ist, zeigt halt, wozu Aktivsysteme in der Lage sind. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich wollte in dem Video eher auf die Vorteile eines Aktivsystems mal genauer eingehen, wie man mit diesem Alltag umgehen kann, wie die Erweiterungsmöglichkeiten sind oder wie einfach die sich diese gestalten. Hier muss man auch ganz klar sagen, in dieser Preisklasse muss man auch Probe hören, denn nur weil mir der Klang gefällt, heißt es noch lange nicht, dass alle den Klang für angenehm empfinden müssen. Jeder hat also seine eigenen Präferenzen oder hat so seine eigenen Forderungen an so einem Lautsprecher. Dafür gibt ja der Markt glücklicherweise genug Hersteller her, die so ihre eigenen Konzepte verfolgen. Und hier hilft dann nur das Probehören beim Fachhändler seines Vertrauens. Für Anregungen und Kritik nutzt bitte ausgiebig die Kommentarfunktion. Und somit bin ich auch am Ende angelangt und würde sagen, bis zum nächsten Video, macht's gut.